Die Deutschen werden immer älter. Keine Frage. Auch ein Verdienst der guten medizinischen Versorgung in unserem Land. Den Stresstest der Covid-19-Pandemie hat unser Gesundheitssystem bisher sehr gut überstanden. International hat die medizinische Versorgung in Deutschland höchste Anerkennung erfahren. Neben den besonderen Herausforderungen dieser Zeit gilt es allerdings, den Blick nicht nur auf morgen, sondern auch auf übermorgen zu richten. 2030 könnte die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland schon bei über 3,5 Millionen liegen. Und mit Blick auf unseren Wahlkreis 10, geprägt vom ländlichen Raum, benötigen wir bedarfsgerechte Strukturen. In Würde alt werden, dafür gibt es viel zu tun. Gute ärztliche Versorgung, mehr Wertschätzung für pflegende Angehörige und mehr Raum für Pflege. Hierbei können Bürokratieabbau und digitale Tools wichtige Unterstützung leisten. Dafür werde ich mich einsetzen und freue mich, wenn Sie mich auf diesem Weg unterstützen.